Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Monique55 an. Diese hat über Gingium geschrieben, welches sie mit 3,5 Sterne bewertet hat. Und wie ihre Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Gingium Erfahrungen. Gingium für Gedächtnisleistung. Gingium, geistig aktiv. Gingium ist ein natürliches Präparat, was dazu helfen soll, die Gedächtnisleistung zu verbessern, Konzentrationsschwächen zu vermindern und sogar störende Ohrgeräusche auszublenden. Mir wurde es in der Apotheke empfohlen, warum genau und wie ich damit klarkomme, habe ich euch in meinem Gingium-Test festgehalten. Über Gingium. Die Marke kommt aus dem Hause Hexal. Sie bieten insgesamt über 400 Wirkstoffe an, darunter bekannte Markennamen wie OPM, ACC Acut, Ibuhexal, Luvacid Mono und noch viele mehr. Der Gingium-Wirkstoff ist das Extrakt von Ginkgo-Blättern. Ginkgo-Bäume sind nachweislich schon seit 1000 nach Christi auf der Welt, vielleicht sogar noch länger. Der deutsche Forscher Engelbert Kämpfer hat sie erstmals in Japan entdeckt. Das lebende Fossil ist scheinbar extrem widerstandsfähig. Selbst als in Hiroshima die Atombombe fiel und alles Leben ausgelöscht wurde, so stand noch der Ginkgo-Baum. In der japanischen, traditionellen Heilmedizin hat man schon immer auf die Kraft der Blätter vertraut. Durch komplexe Hightech-Verfahrensweisen kann man die Extrakte mittlerweile auch in praktischen Präparaten mit anderen Wirkstoffen kombinieren. Gingium – Anwendungsbereiche. Die Homepage sagt dazu: Anwendungsgebiete. Zu symptomatischen Behandlungen von hirnorganisch bedingten geistigen Leistungseinbußen. Die Anwendung erfolgt im Rahmen eines therapeutischen Gesamtkonzeptes bei fortschreitender Abnahme bzw. Verlust erworbener geistiger Fähigkeiten mit den Hauptbeschwerden, Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen, Niedergeschlagenheit, Schwindel, Ohrensausen, Kopfschmerzen. Gingium wird vor allem bei nachlassender Leistungsfähigkeit im Alter empfohlen. Schon ab dem 45. Lebensjahr geht die geistige Leistungsfähigkeit zurück. Das Kurzzeitgedächtnis gerät in Straucheln und man vergisst Termine, Geburtstage oder Lebensmittel beim Einkaufen. Das passiert jedem Mal, aber sobald es vermehrt auftritt oder die Vergesslichkeit extremer wird, so sollte man sich Gedanken machen. Folgende Warnzeichen gibt es: Erinnerungsprobleme. Telefonnummern, die man gekannt hat, wollen einem einfach nicht mehr einfallen. Schwierigkeiten bei Routineaufgaben. Alltägliche Aufgaben, die leicht gefallen sind, werden immer schwieriger. Sprachprobleme. Man vergisst Wörter, es fallen einem keine passenden Wörter mehr ein und konzentriert zuzuhören ist auch mit Aufwand verbunden. Orientierungsprobleme. Mit Orientierung ist nicht nur das Navigieren durch Ortschaften gemeint, auch die Orientierung nach Uhrzeit und Datum kann schwerfallen. Stimmungsschwankungen. Antriebslosigkeit und depressive Launen sind ebenfalls Anzeichen. Veränderungen, bei denen Verhalten und Persönlichkeit eine Rolle spielen, sind die letzten Warnhinweise. Zur Vorbeugung gibt es nur Tipps, dass man immer geistig aktiv bleibt, dass man sich herausfordert und Sport treibt. Das zweite große Anwendungsgebiet sind ungewollte Ohrgeräusche. Das kann sich als Summen, Pfeifen oder Zischen äußern, welches einfach permanent im Hintergrund hörbar ist. Man spricht hier von einem Tinnitus, wo ca. 3 Millionen Menschen in Deutschland darunter leiden. Diese Ohrgeräusche werden einseitig, beidseitig oder im Kopf entstehend wahrgenommen. Die Ursachen dafür sind meistens Stress, allgemeine Unruhe und Nervosität oder Überlastung. Diese Stresshormone verengen die Blutgefäße und auftretende Durchblutungsstörungen im Innenohr können die Sinneszellen und Hörnerven beeinträchtigen. Andere Ursachen könnten Hörverlust, Hörsturz oder andere Hörstörungen sein. Auch muskuläre Verspannungen im Hals- oder Nackenbereich können Ohrgeräusche begünstigen. Gingium Sortiment. Generell kommt das Ginkgo Biloba Blättertrockenextrakt in Filmtabletten in jeweils unterschiedlichen Dosierungen, wie 40 mg, 80 mg, 120 mg und 240 mg. Neben den Tabletten gibt es noch eine Lösung mit einer Dosierung von 40 mg. Je nach Befund wird empfohlen, Gingium einmal am Tag oder zweimal am Tag einzunehmen. Gingium Nebenwirkungen, Wechselwirkungen. Wie verhält es sich mit anderen Arzneimitteln? Hierfür der Ausschnitt aus der Packungsbeilage. Es können Blutungen an einzelnen Organen auftreten, vor allem wenn gleichzeitig gerinnungshemmende Arzneimittel wie Phenprogumon, Acetylsalicylsäure oder andere nicht-steroidale Antirheumaka eingenommen werden. Bei überempfindlichen Personen kann es zu schweren Überempfindlichkeitsreaktionen kommen. Darüber hinaus können allergische Hautreaktionen wie Hautrötung, Hautschwellung, Juckreiz auftreten. Die Einnahme von Gingium wird vor Operationen nicht empfohlen. Da das Präparat Laktose enthält, sollte man bei einer Laktoseintoleranz darauf verzichten oder genaue Absprachen mit dem Arzt abhalten. Meine Gingium-Erfahrungen. Ich habe die letzten Wochen extrem viel Stress gehabt. Mein Körper zeigt darauf für gewöhnlich immer irgendeine Reaktion, wie jeder andere auch. Früher hatte ich es schon einmal, dass ich tagelang einen Tinnitus hatte. Dieser ist aber so wie er gekommen ist, auch wieder gegangen. Dieses Mal kam er mit voller Wuchte. Ich habe einen, dann zwei, dann drei und letztlich eine Woche gewartet. Er blieb und machte keine Anstalten zu gehen. Wie es dann so ist, sieht man dann genau die passende Werbung im Fernsehen.
Damals war es Werbung für ein pflanzliches Mittel für genau diese Beschwerden. Wenn ich mich korrekt entsinne, handelte es sich dabei um Thebonin. Ich bin zur Apotheke gegangen und habe genau das bestellt. Der Preis hat mich letztlich umgehauen, denn es ging in den dreistelligen Bereich für einen kurzen Behandlungszeitraum, der gewiss hätte erweitern müssen. Der Apotheker sagte daraufhin noch, dass das Mittel noch keine umfangreichen Studien durchlaufen ist und die Wirkung daher nicht wirklich ausreichend bewiesen sei. Der freundliche Mann, der selbst unter dem Tinnitus leidet, hat mir dann Gegnium gegeben. Er selbst machte leider wenig Hoffnung auf eine Heilung und sagte, dass es das Beste sei, wenn man sich damit abfindet und es einfach so weit wie möglich ignoriert. Seit 3 Wochen nehme ich die Filmtabletten morgens und abends. Es war anfänglich eine leichte Verbesserung zu spüren, aber niemals eine vollständige Heilung. Die Ohrgeräusche, das leichte Piepen in meinem Kopf ist immer noch da. An manchen Tagen war es schwächer, aber man weiß nie zu 100%, worauf das zurückzuführen ist. Ich werde die Tabletten weiternehmen, weil ich einfach daran glaube und es mir generell nicht schadet. Die hauptsächlichen Inhaltsstoffe beruhen auf pflanzlicher Basis, also kann ich nicht viel falsch machen. Vielleicht kommt der wahre Effekt erst nach 2 Monaten und dann will ich es auf keinen Fall verpassen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.